Weihnachtsbaum. Ah, Winter. Bokoyo, Pato und Elli haben Spaß beim Schlittenfahren. Hallo, Leute. Hi. Was für ein Spaß. Oh, Weihnachtsglocken. Wo die wohl herkommen? Von da drüben? Wow! Sehr gut, Pocoyo. Du hast entdeckt, von woher die Musik kommt. Schlummerpieps hat sich einen eigenen Weihnachtsbaum gemacht. Nun, es ist die Weihnachtszeit. Vielleicht solltest du dir einen eigenen Baum besorgen. Nach was mag er wohl suchen? Was für ein Durcheinander! Aber er ist offensichtlich entschlossen, es zu finden. Oh, ich verstehe. Du willst für jeden von euch einen Baum abholzen. Pato, du hast es geschafft. Du hast den perfekten Weihnachtsbaum gefunden. Alles bereit zum Segen? Was ist los mit Pato? Es scheint, er kann einem solchen perfekten Baum nicht wehtun. Was machen wir jetzt? Aha! Ah, Pocoyo hat wohl eine Idee. So viel altes Gerümpel, alles überflüssiges Zeug. Ah, Samen. Das ist, was du gesucht hast? Ich verstehe. Du wirst die Samen aussehen, um einen Baum wachsen zu lassen. Jetzt warten wir, bis er wächst. Ich befürchte, dein Baum wird nicht rechtzeitig bis Weihnachten aufkeimen. Großartig! Ein neuer Baum! Das ist die reinste Zauberei! Aber es scheint, dass dieser Baum zu klein zum Schmücken ist. Ah, Elli, du hast einen Plan? Oh, du meine Güte, was für ein Durcheinander macht ihr da? Ja.
Bravo! Es sieht so aus, als hätten wir nun doch noch einen Weihnachtsbaum. Was nun? Noch mehr Durcheinander? Jetzt verstehe ich euren Plan. Sehr einfallsreich. Jetzt haben wir doch noch ein zauberhaftes Weihnachten. Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest. Bis später. Ein ganz besonderer Gast. Hallo, kleine Raupe. Oh, hallo, Babypieps. Ihr beide seht aber elegant aus. Was gibt's zu feiern? Natürlich. Frohe Weihnachten euch allen. Und, ist alles vorbereitet? Oh, ich verstehe. Ihr wartet auf Pocoyo. Ich frage mich, wo er steckt. Galilea! Hallo! Hey, langsam, Pocoyo. Guck, wo du... Oh, vorsichtig! Pocoyo, pass auf! Oh je. Lea. Nun, sie waren da drin. Aber sieh mal hinter dich. Wir sagen Ellie einfach, dass es keinen Weihnachtsbaumschmuck gibt und... Niemals! Das dachte ich mir. Das ist ein Fußabdruck und er ist riesig. Ja, und hier hört die Spur der Weihnachtsbaumkugeln einfach auf. Direkt bei den Fußabdrücken. Folgt den Spuren. Wir müssen sie zurückholen. Guck! Gute Idee, Pocoyo. Kitzle es noch ein bisschen. Ja.
Ja, es ist ein Yeti. Ein freundlicher Yeti. Lula, nein. Yeti ist mein Freund. Ich glaube, er freut sich sehr, dein Freund zu sein, Pocoyo. Er sagt, sein Name ist Janko. Was für ein interessanter Name für einen Yeti. Pocoyo? Lula! Komm! Komm mit, Freund! Ellie, Pato, habt keine Angst. Es sind nur Pocoyo und... Hallo! Nein, macht euch keine Sorgen. Pocoyo hat noch alle seine Finger und Zehen. Janko würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Nein! Janko ist ein Freund. Oh, ich befürchte, dass Pato und Ellie denken, dass du zu groß bist, um ihr Freund zu sein. Nein, kein Monster. Pocoyo und Janko sind Freunde. Kein Monster, nein. Wow! Seht ihr? Janko ist zwar groß, aber er hat ein noch größeres Herz. Janko, Janko! Freund! Janko, hier, Freund! Ein Hoch auf die Freunde und ein Hoch auf das gemeinsame Feiern. Frohe Weihnachten. Macht's gut. Bis bald. Fröhliche Weihnachten. The angels sing out dulcet tones. The rosemary blooms.
runs like a dream. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Mary is bathing alone. She cleans using water and soap. Her hands itch from the scrubbing stone. The hands that will bring joy and hope. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Wütender Alien on Ice. Hier kommt wütender Alien. Ich frage mich, was er will. Er hat vor, Pocoyos Welt zu erobern. Schon wieder. Heute ist der erste Wintertag. Wir lieben den Schnee. Ups. Das macht Spaß. Eine Schneeballschlacht. Sieh mal, Janko ist hier, um dich kennenzulernen. Oh, was für ein Pech. Unter dem Eis ist ein See. Kleiner Alien? Schlittschuhlaufen, das wird dir gefallen. Wundervoll, was für ein erstaunlicher Eiskunstläufer. Haltet durch, wütender Alien. Hilfe ist auf dem Weg. Oh nein! Thank you.
Schneemänner. Ja, ja. Was für eine tolle Idee. Und Ellie macht einen riesengroß. Nina, ich glaube, wütender Alien braucht deine Hilfe. Oh nein! Armer wütender Alien. Dieses eine Mal wollte er einfach nur spielen. Aber er hatte eine furchtbare Zeit. Nichts, was eine Tasse heiße Schokolade nicht besser machen könnte. Ein Hoch auf den Schnee und ein Hoch auf neue Freunde. Macht's gut, bis bald. Pocoyos Weihnachtserzählung. Schaut, da ist Ellie. Hallo, Ellie. Und hier kommen Pocoyo und Pato. Hallo, ihr beiden. Hi. Kleine Raupe und Schlummerpiep sind auch da. Großartig. Ups. Juhu. Wow, was für ein Spaß es macht, im Schnee zu spielen. Eine Schneeballschlacht! Großartig! Lass uns Ball spielen! Das ist eine tolle Idee, Pocoyo! Lass uns mit dem Ball spielen! Im Schnee! Wow, Pato, du bist ein Ass!
Ellie hat recht. Leute, kein Grund, sich aufzuregen. Nun, wenigstens sind sie wieder Freunde. Oh, oh. Leute, hört endlich auf damit. Kein Grund, sich in die Wolle zu kriegen. Der gehört mir. Ehrlich, Leute, das ist nicht die Zeit, sich zu ärgern. Ellie sagt, dass ihr euch zur Versöhnung in die Arme nehmen sollt. Los schon, eine Umarmung. Nur eine Umarmung, bitte. Komm schon, Pocoyo. Sag dem Pato etwas Nettes. Der gehört mir. Ich befürchte, das funktioniert so nicht, Ellie. Sieht so aus, als habe Ellie eine Idee. Eine Erzählung? Gute Idee, Ellie. Eine Weihnachtsgeschichte. Dies ist die Geschichte von Mr. Scrooge, einem alten Geizhals und kaltherzigen Geldverleiher, dem es immer nur um Geld ging. Er verbrachte alle seine Zeit allein beim Zählen seiner Münzen und das machte ihn bitter und abweisend. Mr. Scrooge verachtete jeden. Die Leute auf der Straße rannten davon, wenn sie ihn sahen. Niemand wagte es, ihn anzusprechen oder an seiner Tür zu klopfen. Der alte Scrooge hasste alles, aber vor allem hasste er Weihnachten. Was für eine Verschwendung von Zeit und vor allem auch von Geld! Einsam nährte er seinen Hass und seinen Ärger und duldete es nicht, dass die Weihnachtsstimmung die Schwelle zu seinem Büro überquerte. Bah! Humbug! An einer kalten Weihnachtsnacht, während Mr. Scrooge einsam in seinem düsteren Haus schlief, bekam er Besuch von dem Geist seines verstorbenen Partners Mr. Marley. Mr. Marley berichtete ihm von seinem schrecklichen Schicksal, das ihn verdammte, ruhelos umherzuwandern wegen der Geldgier, die sein Leben bestimmt hatte. Und er sagte voraus, dass drei Geister Mr. Scrooge in den nächsten drei Nächten heimsuchen würden. Der Geist der vergangenen Weihnachten, der Geist der jetzigen Weihnacht und der Geist der Weihnachten, die in Zukunft noch kommen werden. Als erster erschien der Geist der vergangenen Weihnachten, der den alten Scrooge Kindheitserinnerungen wieder erleben ließ. In der nächsten Nacht erschien der Geist der jetzigen Weihnacht und der ließ ihn die Trostlosigkeit seines jetzigen Lebens sehen und wie er aufgrund seines Geizes von allen verstoßen und verhasst war. In der dritten Nacht erschien der Geist der zukünftigen Weihnachten, der ihm das schreckliche Schicksal beschrieb, das ihn erwartete, wenn er seine Einstellung nicht ändern würde. Scrooge wachte erschreckt auf und meinte, einen Albtraum gehabt zu haben, aber er fühlte sich irgendwie erleichtert und etwas war in seinem Innersten verändert. Von dem Tag an beschloss Scrooge, sein Leben dafür zu widmen, andere glücklich zu machen. Und er wurde ein großzügiger und fröhlicher Mensch, der seinen Reichtum und seine neue Lebensfreude mit jedem teilte. Ellie, das war eine wunderbare Geschichte. Und wir haben alle verstanden, was die Moral der Geschichte ist, stimmt's? Thank you.
aber was soll das? Aber Pocoyo. Ah, Pocoyo. Bitte. Ah, Pato. Ich frage mich, was wir sonst noch tun könnten, um die beiden zufriedenzustellen. Das Erzählen hat Ellie eine gute Idee gegeben. Also, ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Für heute hat es genug Gezänk gegeben. Ja. Das ist meins. Es ist das Gespenst aus der Erzählung. Und sie ist erschienen, um anzukündigen, den Besuch der Geister der vergangenen Weihnachten. Wir sind jetzt in der Vergangenheit, als ihr gerade mal Babys wart. Baby Pato und Baby Pocoyo. Wer hätte das geglaubt? Ihr scheint in der Weihnachtsvergangenheit gute Freunde gewesen zu sein. Jetzt wird euch der Geist der Weihnachtsgegenwart heimsuchen. Oh je, du bist für wahr ein großer Geist. Der Geist der Weihnachtsgegenwart sagt, dass er all eure Streitigkeiten satt hat. Er wird euch nun etwas auf seinem außergewöhnlichen Apparat zeigen. Seht ihr? Ihr streitet die ganze Zeit. Ihr solltet euch endlich versöhnen. Verschwunden. Der gehört mir. Ellies Geist fragt, ob ihr aufhören werdet, euch zu streiten. Nun denn, jetzt wird euch der Geist der noch zukünftigen Weihnachten erscheinen. Pieps, bist du der Geist der noch zukünftigen Weihnachten? Okay. Wie schaurig.
Ich glaube, wir sind in der Zukunft. Wo ist Pato? Pocoyo, ich befürchte, Pato wird die nächste Weihnacht nicht hier sein. Euer ewiges Streiten hat ihn vertrieben. Aber bevor er wegging, hat Pato euch dieses Geschenk zurückgelassen. Pocoyo, es ist dein Ball. Leute, das Ganze war wie ein Albtraum. Pato! Elli, Pocoyo und Pato wollen dir etwas Wichtiges mitteilen. Tut mir leid, Elli. Das ist toll. Wir sind alle wieder Freunde. Es scheint, dass Pato und Pocoyo sich vor allen entschuldigen wollen. Freunde! Oh nein, du liebe Güte. Und das ist das Ende dieser entzückenden Geschichte. Frohe Weihnachten alle zusammen. Tschüss und auf bald wieder. Seht mal, da sind Pato und Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hallo. Was ist das wohl, was Sie da haben? Weiß vielleicht einer von euch dort, was das ist? Ein Ball. Das ist ein Ball. Richtig, ein Ball. Und ein sehr schöner noch dazu. Und wie der springt, ist er neu? Ich glaube, Baby Pieps gefällt der Ball auch. Hallo, Baby Pieps. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als mit einem neuen roten Ball zu spielen. Hm?
Pocoyo, Pato, ich glaube, Baby Pieps möchte mit euch spielen. Armer Baby Pieps. Pocoyo und Pato denken, du bist noch zu klein, um mit ihrem Ball zu spielen. Baby Pieps. Oh je. Und was machst du nun, Pocoyo? Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch Pato und Pocoyo sagen, wo Baby Pieps ist? Oben auf dem Baum! Oh nein! Er fliegt auf und davon! Wie willst du jetzt deinen Ball zurückbekommen, Pocoyo? Gute Idee, Pocoyo. Das Fliehwusch. Oh, kleiner Baby Pieps, nun wein doch nicht. Könnt ihr vielleicht Pato und Pocoyo helfen? Was sollten sie tun, damit Baby Pieps wieder fröhlich ist? Ihn mitspielen lassen! Da haben wir's. Es gibt doch noch etwas Schöneres, als einen neuen roten Ball zu haben. Nämlich, einen kleinen Freund fröhlich zu machen. Wie schön. Jetzt sieht es so aus, als ob alle drei einen neuen roten Ball haben. Macht's gut. Bis bald. Thank you.
It's Christmas Eve. We'll all sing some Christmas carols, dressed in our Christmas apparel. Tonight it's snowing lightly, and the star is shining brightly. In our dreams we'll see the light, happily we'll sleep tonight. There are gifts under the tree that Santa Claus has left for me. Let's all play with happy cheer. Hallo, Pocoyo. Was ist denn da? Oh, eine Maschine? Und eine äußerst seltsame und komplizierte Maschine noch dazu. Was kann denn diese Maschine machen, Pocoyo? Eine Trompete und ein Radio. Mixen. Mixen. Aha, dann ist das also eine Mixmaschine, eine Mischmaschine, eine Maschine zum Mischen, ein Mixer. Was ist denn das? Toll, eine Trompete, die jede Musik spielt, die man sich wünscht. Wie findet ihr das? Gefällt euch Pocoyos neues Spielzeug? Ja, das gefällt uns. Mir auch. Und das ist eine Trompete, die jeder sofort spielen kann. Probier's mal, kleine Raupe. Verrückt, nicht? Wie wollen wir es nennen? Ist es ein Radio? Eine Rampete? Also ich kann nur sagen, das ist wirklich eine ganz erstaunliche Maschine. Hallo, Elli. Ah, ich verstehe schon. Du wartest auf einen Anruf. Oh, und das ist ein unheimlich wichtiger Anruf. Pocoyo, was machst du denn da? Pocoyo, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Oh je, eine Lokomotive? Und noch Schienen? Oh nein, seht euch das an! Ein Lokomophon! Achtung, da sitzt jemand auf der Leitung! Elli, ich fürchte, jetzt hast du deinen Anruf verpasst. Schnell, Elli, abnehmen! Ich glaube nicht, dass du Elli damit eine große Freude gemacht hast, Pocoyo. Ja. Pocoyo, das ist Lulas Knochen. Und eine Sprungfeder? Oh, nein, 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 das tust du besser nicht. Seht euch das an, ein springender Knochen, das ist ja fantastisch. Aber ich fürchte, Lula findet das nicht so toll. Pocoyo, vielleicht reicht es jetzt mit dem Mixen. Hm? Ein Hut. Ein Kuchen. Und ein paar
paar Kerzen? Nochmal! Was denkt ihr? Sollte Pocoyo nicht lieber wieder alles in Ordnung bringen? Ja! Ja! Oh, Pocoyo. Wahrscheinlich sind deine Freunde böse auf dich. Du hast ohne zu fragen ihre Sachen vermixt. Aber ich glaube immer noch, dass deine Maschine genial ist. Und ich bin da nicht der Einzige, weißt du? Ich habe eine Idee. Wieso lädst du deine Freunde nicht zu einem verrückten Mixmaschinenfest ein? Dazu musst du ja nicht ihre Sachen nehmen. Nein? Was denkt ihr? Sollte Pocoyo so ein Fest für seine Freunde machen? Ja, ein Fest! Ja! Genau, ein Fest, das ist es! Hallo ihr alle! Willkommen zum verrückten Mixmaschinenfest! Mit fliegenden Kuchen! Ballonblasenden Lokomotiven! Riesigen Lautsprecherbäumen und nicht zu vergessen mit dem Eiscreme-Blasenbläser. Vorzüglich. Wieder Freunde? Was für ein Fest! Und welche Freude! Bravo, Pocoyo! Macht's gut, bis bald! Was ist denn das? Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, was Pocoyo da hat? Ein Geschenk, ein Geschenk. Ein Geschenk? Das ist ja aufregend. Ich möchte zu gern wissen, was da drin ist. Ihr auch? Ich sagte, ich möchte wissen, was da drin ist. Pocoyo? Pocoyo, ich glaube, Ellie möchte dir etwas sagen. Kann vielleicht einer von euch erraten, was Ellie sagen möchte? Aufmachen! Das Geschenk aufmachen! Mach es auf! Nein! Nein? Aber willst du denn gar nicht wissen, was drin ist? Das könnte alles Mögliche sein. Ja, ein hübscher Stuhl, ganz bestimmt. Ein eleganter Hut oder ein Hüpfstab. Oder sogar ein Flugzeug. Willst du es nicht aufmachen? Nein, wirklich nicht. Oh, ich bin ja schon so gespannt, was da drin ist. Thank you.
Genau ist das enttäuschend. Das macht einen ja ganz fertig. Es sieht ganz danach aus, als hätte Ellie einen Plan, verstehe. Du willst mit dem Zug fahren und versuchen, dir Pocoyos Geschenk zu schnappen. Oh, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, Ellie. Nein, wirklich, ich glaube, du solltest... Oh je. Ellie, ich glaube nicht, dass Patu das machen möchte. Er... was ist das? Oh je, so spät. Oh nein, ich kann gar nicht hinsehen. Badezeit. Und du hast dein Geschenk immer noch nicht aufgemacht, Pocoyo? Ellie? Es scheint so, als ob Pocoyo auf dieses Geschenk ganz besonders aufpasst. Morgen, Pocoyo. Hast du gut geschlafen? Nach so einer erholsamen Nacht willst du bestimmt wissen, was in dem Paket ist. Hm? Nein? Aber es dauert jetzt schon einen ganzen Tag, Pocoyo. Ich halte es nicht mehr aus. Diese Spannung ist nicht zu ertragen. Bitte. Ellie, was machst du denn hier? Du hast schon wieder einen Plan. Hm? Ein Seil? Eine Ente? Und ein Baum? Ellie, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass Patu in der Lage ist... Du gibst das Geschenk Ellie? Alles Gute! Ha, verstehe. Das Geschenk ist gar nicht für dich. Es ist von dir für Ellie zum Geburtstag. Und deshalb hast du es auch nicht aufgemacht. Haha! Gut gemacht, Pocoyo. Und alles Gute, Ellie. Macht's gut. Bis bald.